Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir sind da im zweiten Gebiet der letzten Map angekommen, während wir auf Nahrung warten und unsere. Ja. Da sind noch meine Einheiten von den Dunkelelfen da unten. Ah, sehr schön. Das Ding ist Ich gebaut. höre und los. Kleinigkeit. Ihr wird Wünscht. Gemacht. Und los. Ja, hier unten sollte noch irgendwo Eisen sein, das wir abgrasen wollten. Decken wir mal hier ein bisschen mehr auf. Ah, genug für den Nidhalf-Titan. Eine Einheit wurde aufgewertet. Da können wir den auch gleich mal rufen. Da gebe ich noch 5 Verteidiger und ab dann. Was wollt ihr? Ja, gucken wir nach anderen Einheiten. Kinderspiel. Und los. Kleinigkeit. Kleinigkeit. Genau, da ist das Eisen. Kinderspiel. Was ich noch gerne hätte. Eine meiner leichtesten Übungen. Unterwegs. Fresch ans Werk. So, währenddessen werden hier Verteidiger ausgebildet. Wie viele Zwerge? Na, ich würde sagen, noch 4 Stück kann ich dann zum Nahrungssammeln schicken. Oh, da kommt wieder ein größerer Angriff. Aber nichts, was ich mit meinen Truppen nicht totkriege. Eine meiner leichtesten Übungen. Wir werden angegriffen. So. Hier bin ich. Marschieren los. Gibt es Arbeit? Gut, war ein Schwein, eine Schweinezucht. Kostet ja schon eine ein Einheit wurde aufgewertet. Kostet ja auch schon ein bisschen was an Stein. Oh. Ja, aus dem Weg! Da ist mein Titan. Wer ruft mich? Mach Platz! Ich höre. Lasst uns anfangen. So. Da quetschen wir noch hier eine Schweinezucht hin. Ich höre Kinderspiel. Und die letzte hier oben. Da kommen wieder 2 Klingenweber, die aufs Dach wollen. Das ist ein Hinterhalt. Das waren 2 Klingenweber. Lasst uns anfangen. Eisen und Mondsilber sind nicht so das Problem. So. Fünf Eliten und die restlichen. Naja, ein paar Kriegspriester werde ich wahrscheinlich noch ausbilden und dann den Rest
Krieger. Oh, das ist jetzt eine Angriffswelle. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Oh ja, kriegen wir gut gebacken. Was wollt ihr? Oh, und wir haben genug Nahrung für... Spuckt in die Hände, Männer! Noch eine Schweinezucht. Das Gebäude ist fertig. Und ja, das, was wir am Erfahrungspunkt noch brauchen, kriegen wir hier locker. Noch zusammen. Wäre dann auch noch schön, wenn wir das an Stein zusammenkriegen. An Mondsilber zusammenkriegen, was wir brauchen. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also als nächstes 10 Kriegspriester, da sind wir auf 40 und dann noch 2 Stufen. Da kommen die nächsten Angriffe. Runenkrieger, zu mir! Aber ja, mit so einer Wall aus Verteidiger, da kommt keiner durch von den Feinden. Kampfbereit! Da Krieger so wenig Mondsilber braucht. Mehr davon! Los! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Meine Axt wartet schon! Und ja, da ist eine Nahrung verloren gegangen. Ja, was ich sagen wollte, da wir genug Mondsilber haben, können wir uns ja auch wirklich noch mal 5 Eliten gönnen. Und dann als letztes nur noch Krieger. Also 5 Eliten... 10 Kriegspriester und 15 Krieger. Mondsilber gibt's noch genug, es muss nur abgebaut werden. Ja, Nahrung.
Zwerge produzieren halt ihre Nahrung nicht so stetig wie Menschen. Aber jetzt noch das Menschenmonument in Besitz nehmen und anfangen, Farmen hochzuziehen. Bin ich jetzt nicht, dass das so viel bringt. Oder wir müssen gerade mal gucken. Ja, Rinderzucht. Und bei euch heißt das nur Züchter. Hat aber dasselbe Symbol. Pilzfarm hat gar kein Symbol. Oh, da kommen sie wieder. Nur zu! So, da war Nahrung. Das heißt nochmal 5. Die Linien müssen halten! Lasst sie nur kommen! Die Linien müssen halten! Geht es los? Endlich wieder kämpfen! Kampf mit festem Schritt voraus! Geht es los? Kampf bereit! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! So, dann mal Kriegspriester. In der Hoffnung, dass sie uns auf diesem Gelände mehr bringen als beim letzten Mal, wo wir welche hatten. Nur zu! Ja, eiserne Kommandant. Ja, ihr habt mich beschworen. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger! Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Silbern glitzert der Tod. Ja, wie viel Nahrung brauchen wir jetzt insgesamt noch? 1500, 3500. Also noch 3000 Nahrung. Kurz gucken, mit unseren Helden alle ausgerüstet. Zauber, die wir verkaufen können, Runen, die wir noch verkaufen können. Questgegenstände. Was ist eine Falle? Runenkrieger, zu mir! Ja. Lasst uns anfangen. Okay, hier unten ist das Mondsilber ziemlich aufgebraucht, aber Eisen ist noch mehr als genug da. Das Eisen ist ziemlich aufgebraucht, das Mondsilber auch.